Hallo und herzlich willkommen zurück zu Breath of Fire 3. Wir sind gerade auf dem Dach des McNeil anwesend und suchen einen Weg, um auf die andere Seite zu kommen. Um auf ein anderes Dach zu gelangen, klar. Und der Feind wurde aufgerieben, was kein Problem ist. Aber ich halte mich noch weiterhin daran. Vielleicht manche Kämpfe lasse ich vielleicht mal nicht mal vergesse oder... Oh, was liegt denn hier? Auf jeden Fall, ich behalte das System so. Es ist ein Enterhaken. Was macht denn ein Enterhaken hier? Hat ihn Ray hier verlassen? Ach so, übrigens, ich nenne ihn jetzt weiterhin Ray, sondern ich glaube, Ray ist nicht sein wirklicher Name. Ray klingt irgendwie... Weiß nicht, das klingt irgendwie richtiger. Richtiger. Kann man das so sagen? Richtiger? Ja, ich sag's jetzt mal so. Du könntest ihn benutzen, um auf das andere Dach zu kommen. Können denn Sam und Teppo mit dem Enterhaken umgehen? Sam? Du weißt, dass wir dort von allein nicht hinkommen können. Was macht der Enterhaken hier an so einem Ort? Teppo, Sam! Ray! Scheint alles nach Plan gelaufen zu sein. Wie war es drin? Irgendwelchen Ärger? Nun, ich wäre reingekommen, um dir zu helfen, aber ich musste erst etwas finden. Kann es sein, dass er hier hochgekommen ist und sich ein bisschen aufs Ohr gelegt hat, um auf uns zu warten und dabei dann seinen Enterhaken verloren hat? Es war ziemlich gruselig. Da gab es viele Geister und so. Aber ich denke, für einen deiner Pläne lief es recht gut. Danke. Ich denke, nun müssen wir dorthin kommen. Aber erst musst du mir helfen, etwas zu finden. Du meinst das hier? Hey, das ist mein Seil. Das dachte ich mir. Beinahe witzig, so auf dem Dach gestrandet zu sein. Keine Sorge. Hiermit sind wir im Nurdach drüben. Und ich... Da, nein, okay. Wow. Das war knapp. Ich werde einfach so tun, als ob ich es mit Absicht gemacht hätte. Das ist es. So kommen wir auf jeden Fall rüber. Das war eine coole Aktion von Ray. Ich finde diese Szene genial. Das war echt cool, Ray. Und ich dachte schon, du würdest uns die ganze harte Arbeit machen lassen. Geister bekämpfen. Ghostbusters! Während du auf dem Dach es dir gut gehen lässt. Und dir eine schöne Zeit machst. Hey, wenn es hart auf hart kommt. Ich bin da, ja. Und dann einen Salto wie diesen bringen. Das war doch kein Salto, das war einfach nur ein Sprung darüber. Aber ein cooler Sprung darüber. Sei vorsichtig, dass du dich jetzt nicht durch zu harte Arbeit verletzt, Ray. Okay, tut mir leid, Teppo. Ich wusste nicht, dass du alleine Geister bekämpfen musstest. Alleine ich war dabei. Da ich sagte, es tut mir leid, machst du dich jetzt locker? Beide nicken. Und wir können weiter. Und ich möchte mich gern hier ein bisschen umsehen. Ist hier denn irgendwie etwas drinne? Und Ray ist jetzt wieder im Team. Ist etwas hier? Du fandest Vitamin. Sehr schön. Und wow, hier ist ein Badehaus. Finde ich hier sonst noch irgendwo etwas? Sieht nicht so aus. Na, hier scheint sonst nichts zu sein. Nicht mal Gegner. Und da ist auch wieder eine Tür, die zugenagelt wurde. Ich will nach oben klettern. Danke. So. Ah, Gegner. Da Ray jetzt wieder im Team ist, sollte das alles kein Thema mehr sein hier.
Ist hier sonst noch etwas? Ist das hier der einzige Eingang, wo ich rein kann? Oder ist hier sonst noch etwas? Ich möchte gerne nur mal sicher gehen. Nicht, dass ich irgendetwas hier übersehe. Und alle weg. 6 Sunny gefunden. Sehr schön. Finde ich hier sonst noch etwas? Das Fenster sieht cool aus. Und da liegt noch tatsächlich etwas. Fand das schwarzes Auge. Ist das ein Objekt zum Anlegen? Schwarzes Auge. Da wird noch das Stoffschild. Sieht nicht gerade so aus. Können wir mal so fragen, wo ist denn eigentlich das Objekt? Ist es erstmal hier? Schwarzes Karo. Was? Schwarzes Auge? Ah, da ist es. Erhöht Spielaktivität. Ah, sehr schön. Ich behalte die Objekte noch. Tap, 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 tap. Ist hier sonst noch etwas? Ziemlich lang, dieses hier. Aber ich kann es nur wieder sagen. Die Fenster hier haben irgendwie Stil, ich weiß nicht. Die sehen irgendwie cool aus. Kein Thema. Wahrhaft großer Sieg. 3 Erfahrungspunkte. Naja, machen wir mal weiter mit der Geschichte. Ist hier ein Bett? Kann man sich hier ausruhen? Na, aber eine Sache möchte ich doch noch wissen. Okay, wir haben noch genug Zeit. Ein Frauenschrei? Stört man dich gerade bei irgendwas, McNeil? Oh Mann, was tun sie hier, McNeil? Komm zurück, du Zimtsäcke. Komm zurück, du Zimtsäcke. Hehehe. Oh, Bruder. Schlägt das nicht alles? Wer seid ihr? Wen kümmert es, wer wir sind? Wir wollen alles Geld zurück, das du geklaut hast. Ich habe damit nichts zu tun. Haltet mich da raus. Zurückfordern? Was meint ihr? Ich habe bloß... Nun kommen Sie schon, Herr McNeil. Sie haben die Dörfler um ihr Geld geprellt, damit sie ihren Spaß haben können. Oder etwa nicht? Was ist hier los? Warum ruckelt alles? Geister? Sind das die Geister? Genug. Sie sind eine Schande für die McNeils. Das sind sie, Rai. Dies sind die Geister, die ich tötete. Die der alten McNeils. Du hast uns einmal überrascht. Aber das war damals. Nun musst du dich unstellen und nicht diese Ausrede von einem McNeil. Heißt es gegen die Kämpfen? Ah! Verdammt, ist das hell. Ach. Ah, wird besser. Oh, was zur Hölle? Spüre unseren Zorn. Ich würde mal sagen, Boss, Time, Amalgam. Amalgam, der Geist der McNeils. Hast du irgendwas? Plündern? Greifen wir gleich mit Simon auch noch an und du kannst mal springen. Im Großen und Ganzen ist er eigentlich ziemlich einfach, wenn man ein bisschen trainiert hat. Wie ich zum Beispiel am Anfang, bevor ich zur Nu gegangen bin. Also du konntest nicht stehen, er hat aber irgendwas. Das einzig Gefährliche an ihm ist, er hat eine Attacke drauf, wenn er wenig Energie hat. Schattenschlag oder so heißt das. Da erscheint er vor einem Gegner und macht dann einen starken Angriff, der mir verdammt viel abzieht. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit meiner Energie, ob ich das gut überstehen kann. Ich hatte mal bei dieser Attacke sehr starke Probleme. Plündern, du kannst nicht stehlen, verdammt.
Springen! Bam! Aber wenn ich das so ansehe, viel ich so abziehe, dauert das nicht lange. Ach verdammt, ich habe ganz vergessen, dass er auch Schlaf beherrscht. Und wie viel gute Nacht? Alle, super. Ja, das nützt auch viel, wenn du eine schlafende Partei wieder einschlafen lassen möchtest. Glückwunsch, Amalgam, du hast deinen Zug verschwendet. Das ist dein größter Fehler. Springen! Schön dann. Bam. Magie-Spielzeug, sehr gut. Springen! Ach, nur ein Punkt, verdammt. Dafür Simon! Ich glaube. Ach, verdammt, ich wollte schon gerade sagen, er hält nicht mehr lange durch, aber jetzt macht er der Schlaf, verdammt! Und. Ach, nur die beiden, sehr gut. Somit kann Ray noch weiter angreifen. Hat er eigentlich noch etwas oder hat er nur ein Objekt? Nichts tragen. Sehr schön. Dreckskerl. Ein Zauberangriff weckt eigentlich niemanden. Weckt eigentlich niemanden auf. Normaler Angriff. Teppo, Simon, Attacke. Zack. Simon. Vams. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch lange durchhält. Daneben. Sam ist aufgewacht. Angriff. Simon. Springen. Zack. Zack. Und was zur Hölle? Das gefällt mir so gar nicht. Na verdammt. Ach, sehr gut, der Kampf ist noch nicht beendet. Wartet mal. Ach, einen kurzen Augenblick bitte. Das war jetzt schon etwas strange. Dass ich unten meine Leiste geöffnet habe. Was zur Hölle? So. Das war bestimmt der Fluch vom Amalgam, den Spieler anzugreifen. Simon! Bam! Verschwinde! Geh mir aus den Augen! Ech. Au. Ach, warum nicht plündern? Verdammt. Simon und... Ach, jetzt habe ich mit Sam nochmal Angriff gemacht. Zack. Simon! Bam! Und Angriff! Bam! Ach, das verdammte Scheiße. Verdammt. Au, das ist die Attacke, die ich meinte. Er hat nicht mehr viel Energie. Jetzt musst du sterben. Zack. Kipp hier in dieser Runde. Weg. Und Simon. Und weg. Super. Super, da habt ihr sogar noch so eine Attacke gesehen. Der mächtige Gegner ist tot. 70 Erfahrungspunkte. Ray wurde zu Level 9. SP steigt um 4. MP steigt um 2. Kraft steigt um 2. Abwehr steigt um 2. Intelligenz steigt um 1. Und Ray lernt Ruck. Sehr schön, das ist ein Blitzzauber. 200 Cennies bekommen. Ach. Was ist los? Nimm es locker, alter Mann. Das waren deine Ahnen. Wir wollen nur dein Geld, okay? Du bist etwas taub, oder? Mach hinne! Und zeig, wo das Geld ist! Das Geld ist da drüben! Bitte, tötet mich nicht! Bitte! Sam bleibt dort stehen. Hey, Sam! Komm und sieh dir all diese Kohle an! Yeah, viel Geld! Du Schwächling! Was für ein Trottel! Die Räuber sind wesentlich männlicher als du!
Er hat alles durch die drei verloren. Wartet nur, mal sehen, wer als letzter lacht. Ihr kleinen Gehirn. Ich zeig euch, wer die Macht hat. Wird das ein gutes Ende haben? Die Helden des Zedernwaldes wussten nur wenig. Der echte Ärger begann erst am nächsten Tag. So, aber ich denke mal, hier mache ich schon einen Schnitt und im nächsten Part schauen wir mal, was die hier zu bereden haben. Bis dann!